Nabend, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs, hab mich hier festgekabelt und begrüße euch recht herzlich zu unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit heute an diesem... Warte, muss mich noch ein bisschen positionieren. Heute an diesem wunderschönen Dienstagabend. Wir sind mal wieder in umgekehrter Wagenreihung und fahren auch in den falschen Bahnhof ein. Man kennt das ja. Aufgrund von... Upala. Junge, Junge, hier passiert gerade sehr viel auf einmal. Soldier, erstmal vielen lieben Dank für dein Abo. 20 Monate. Ich küsse dein Herz, mein Freund. Ne? Du weißt ja Bescheid. Jeder Monat eine Freude ist so. Ich kann das nur wiedergeben. Wir sind eigentlich gerade in Lot Yabu Yabu drin, wenn ich nicht aus Versehen vor lauter Panik rauslaufe. Und nein, das... Oh Gott, das geht schon wieder komplett katastrophal los. Ja, ich begrüße euch erstmal alle. Ich bin hier gerade ein bisschen aus meiner Begrüßungsrede rausgeholt worden. Wir stehen hier gerade leider ein bisschen scheiße. Hier kann man gerade nicht so gut reden, aber gleich. Moment. Jetzt haben wir erstmal Ruhe, jetzt können wir erstmal zur Ruhe kommen, jetzt können wir uns erstmal begrüßen. Moin zusammen, erstmal vielen lieben Dank, Leute. Schön, dass ihr alle wieder da seid, auch wenn das hier heute außerplanmäßig einen Tag vorher stattfindet. Ich muss mein Mikrofon noch ein bisschen näher ranholen. Habe ich ja gelernt, ne? Nicht so kräftig und laut reden, ich krieg das schon gebacken. Und ja, wir sind letztes Mal hier im Lot Yabu Yabu stehen geblieben und machen hier nun munter weiter. Ich bin gespannt, wie viele Items ich heute wieder sinnlos durch die Gegend schmeiße, aber es wird ein Fest. Oh ja, geil. Nö, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt habe ich schon zwei Stöcker da kaputt gemacht für Sinnlosigkeiten. Erstmal bomben wir jetzt diesen Stein da weg. Der schwarze Schmetterling. Auf einer Skala von 1 bis 1000, wie sehr freut sich der Fuchs auf das Linkin Park Konzert? Ich bin sehr freudig, in freudiger Erwartung, weil wir diesmal nämlich auch mal stehen dürfen und nicht 5000 Kilometer auf dem obersten letzten Sitz sitzen. Aber selbst das war cool. Aber ja, ich bin sehr freudig. Und muss da erneut meinem Bruder danken, der diesmal die Freude des Kartenkaufens übernommen hat, weil ich da gerade bei meiner Sprachtherapie war. Ich konnte nicht. Aber diesmal war es wohl auch nicht so schlimm wie letztes Mal, weil es diesmal ja deutlich mehr Konzertlocations gibt und insofern der Andrang sich ein bisschen besser verteilt hat, ne? Kay fragt erstmal, was zum Henker machen die Kühe da? Antwort vom Gelbfuchs. Das war ein sehr frischer Burger, ja? Das ist quasi direkt vom Feld gegessen, ne? Moin, alles gut bei euch da oben? Ich weiß nicht, warum die da drinnen stecken. Die gab es im Original so nicht, ne? Übrigens, Cloud Control ist wieder am Start. Warte mal, muss ich mir mal eben dazu machen, dass ich da sehen kann, wenn ihr wieder Unsinn treibt. Cloud Control ist wieder am Start. Einfach in den Chat CC eintragen, dann könnt ihr ein bisschen hier rum fuhrwerken. Gerne auch nette Dinge, ne? Das muss nicht immer böse sein. Oh, eine Kiste. Habe ich gar nicht gecheckt. Ja, und wir greifen jetzt an, ne? Wir legen los. Wir greifen an, wir versuchen heute auf jeden Fall entspannt den Lot Yabu Yabu zu schaffen. Ich denke, das läuft, das kriegen wir hin. Ich habe ein gutes Gefühl, ne? Die Labyrinth-Karte, das kann ich gebrauchen. Wieder in Hamburg? Nee, in Hannover. Habe ich Hamburg gesagt, war dumm. Diesmal ist Hannover. Aber nicht, ich bin ja inzwischen ein großer Freund der ZAG-Arena in Hannover. Da war ich bei, wie heißen sie? Electric Callboy, was sehr hervorragend geil war. Und seitdem mag ich die Location wirklich sehr. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas mit den Kühen machen, kann das sein? Weil die Tür ist noch zu. Oder ist hier irgendwo ein Nippel? Was muss ich denn mit den... Irgendwas müssen wir mit den Kühen machen. Urin, Grüße gehen raus und danke für deinen Lurk. Abschießen, soll ich mal versuchen? Aber ich bin ja gegen Animal Abuse, aber wenn Kay sagt, ich darf, dann machen wir das mal. Nicht dein verdammter Ernst, Alter. Ohne Spaß, man muss einfach eine arme Kuh anschießen. Gehe ich nicht so mit, ne? Daddle Draggy, ballern. Ist das Einzige, was du machen kannst. Ja, ja. Man hätte ihr vielleicht auch ein Lied vorspielen können. Oh nee, guck mal, hier sind jetzt schon diese komischen Kackdinger. Das geht ja direkt scheiße los. Hallo. Oh, okay, das funktioniert nicht. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Ich sag mal so, Leute, ne? Das ist so ein Dungeon. Da werde ich bestimmt öfter mal... Oh geil, das geht ja gar nicht. Darum betteln, dass ihr mir irgendwie neue Dekostäbe schenkt, ne? Randa! Gelbfuchs, die Kuh ist Teil der Crew. Teil des Schiffs. Ja, Teil der Crew. Ist so. Ich schieße jetzt mal diese Kuh da noch ab, die da hinten ist. Einfach nur in der Hoffnung, um zu gucken, was da passiert. Okay, da ist irgendwo... eine Kiste rausgekommen. Jetzt die Frage, was macht man mit den Dingern? Nachher kann man da mit dem Boomerang bei, aber jetzt ja noch nicht, ne? Jetzt ja noch. Oh, okay, alles klar. Das ist der Weg. Einfach dran vorbei. Oh, komm mal wieder hoch, Bruder. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Econus, wollen wir es mal ausprobieren?
Ich habe ja genug. Nö, Nekonus. Ich bin ja großer Fan der Nekonus geworden, aber in diesem Fall hilft sie nicht. Hier, und wenn irgendjemand heute für Kanalpunkte das Du darfst keine Musik spielen Ding kauft, könnt ihr mir das bitte irgendwie in den... Das geht doch niemals. Kann mir das einer in den Chat dann irgendwie... Oh! Nochmal schreiben, weil ich raff das nicht. Sag euch, wie es ist. Ich krieg das irgendwie nie mit. Die Dekonuss, sie ist eine sehr vielseitige Nuss. Du kannst die Dekonuss essen heiß, du kannst die Dekonuss essen kalt, ne? Wir müssen was trinken, Leute, warte. Rudi hat gesagt, müssen wir machen. Machen wir auch. Rudi, Prösterchen. Guck mal, da kann man durchtauchen. Das machen wir jetzt auch gleich. Kann ich da schon was mitmachen? Oh ja, das sogar. Oder auch nicht. Ich muss unbedingt... Aua, was war denn das jetzt? Ich muss unbedingt gleich meinen Z-Trigger umtriggern, dass ich den gedrückt halten muss. Mich macht das wahnsinnig mit dem, dass er so fest bleibt. Warte mal, wie geht denn das? Ich sichere das erstmal. Kann man das nur am Start im Hauptmenü einstellen oder geht das auch irgendwo hier? Ich glaube, das geht nur im Hauptmenü, oder? Na gut, dann müssen wir diese Runde noch leben, weil ich kann nicht zurück ins Hauptmenü, dann geht das Crowd Control wieder aus. Das will ich euch ja nicht antun. Okay, so. Jetzt ist da oben wieder eine Tür aufgegangen. Ich weiß nicht, ob man mit der Schleuder durchs Wasser schießen kann. Ich glaube nicht. Doch. Tatsache. Alter, wir müssen hier jede Kuh molesten. Was ist hier denn los? Das ist das sogenannte Kuh-Level, schreibt Kay, ja. Wer jetzt Erinnerungen an Diablo 2 bekommt, ne? Diese Kühe verwirren mich 100, sagt der Prinz. Was war jetzt mit keine Musik? Achso, ja, man kann für Kanalpunkte könnt ihr euch erwerben, dass ich nicht die Lieder nachgucken darf. Das ist eigentlich immer sehr witzig, wobei ich glaube, hier in Dungeon brauchen wir jetzt erstmal keine. Ich will euch ja nicht verleiten, das jetzt auszugeben, ne? Und dann bringt's nichts. Aua. Aber sollte das dann vielleicht später doch noch notwendig werden, einfach gerne mich nur darauf hinweisen, weil ich check's irgendwie nie. Wobei es bis jetzt noch nie schiefgelaufen ist. Das muss man ja auch zu meiner Ehrenrettung sagen, aber, ne? Danke, Daddle Reggie. Dann weiß Bescheid. Keine Lieder mehr. Da kommen wir jetzt aktuell, glaube ich, erstmal noch nicht hin. Aber wir können jetzt hier erstmal weiter. Es ist halt ein großer Fisch, der frisst große Fleischberge, also Kühe. So verwirrend ist es nicht, sagt Jovi. Auch wieder, hast du auch wieder Wahn. Das kann so einfach sein, ne? Der fährt halt einfach durch den Ozean und isst dort die schwimmenden Kühe, ne? Ah, ich bin schwer geworden. Dankeschön. Wer auch immer das wieder gecastet hat hier. Moin. Hallo. Oh. Erstmal eine kleine Zwischensequenz mit Rudo. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Sorry, Leute. Hey, du. Wer bist du? Ich bin Ruto, Prinzessin der Zoras. Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich. Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du? Verschwinde. Kapiert? Ja, kapisch. Ja, hab ich verstanden. Oh, tschüss. Dabei spielt die dauernd hier in Lord Yabuyabus Bauch rum. Na, wieso weiß ich das nicht mehr? Oh nein. Müsste sie doch wissen. Hallo. Ich glaube, wir können hier jetzt auch erstmal direkt eigentlich schon hinterher, ne? Ich finde es schön, das ist ja auch so geil gemacht, ne? Dass diese Mali, die ihr da für schöne Punkte kaufen könnt, dass die auch in den Zwischensequenzen nicht ablaufen. Nein, nein. Der ist natürlich so ein netter Spiel und sagt, ja, warte, der ist in der Zwischensequenz. Dann lassen wir den Timer mal nicht weiterlaufen. Nee, 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 was ist hier denn los? Ich glaube, Lord Yabuyabu hat hier so ein kleines Magenproblem. Check mal hier noch ab. Spoiler, ab mit dem Kopf! Nein, nein, hier wird niemand gekörbt. So weit ist es noch nicht. Okay, aber hier gibt es schon mal Herzen, das ist doch schön. So siehst du, durch welches Loch sie gefallen? Warte, wir müssen uns nochmal... Oh. Was ist das? Ist das... Was ist das? Ist das Stein? Ist das Gestein? Guck mal, ob das... Anschauen. Was ist geschehen? Jens, Grüße gehen raus. Moin, moin, Alter. 60 Monate, what the fuck geht los? Ich küsse dein Herz, mein Freund. 60 Monate, danke für dein Abo. Oh, oh.
Das Blöde ist, das ist, warte, ich muss, das ist scheiße. Ich habe Werfen. Das ist Stuhl. Ich habe Werfen halt auf das, der Bomben auf, das Steuerkreuz gelegt. Und wenn ich natürlich nach vorne laufen muss, kann ich das Steuerkreuz nicht bedienen. Das ist ein bisschen suboptimal, gebe ich zu. Und los! Okay, es ist ein Stein. Ich weiß nicht, was es ist. Wir ignorieren es erstmal weg, würde ich sagen, oder? Gehen wir mal weiter. Moin. Iri schreibt, Laufuchs, wie liefen eigentlich deine ersten Stunden mit Sprachtherapie? Also, ich sag mal so, wir mussten viel lachen. Siri dreht hier schon wieder durch. Ich drehe die mal um. Ich musste viel lachen, weil es war teilweise auch echt witzig, was man so für Übungen macht. Aber bis jetzt muss ich sagen, sehr gut. Und ich werde jetzt, das waren jetzt direkt zwei Termine so hintereinander. Und ab jetzt werde ich, oh, Crowd Control Fireface Exchange 250 Bits for Coins. Man kann auch Bits für Coins ausgeben. Vielen lieben Dank, Fireface, fürs Ausgeben von irgendwelchen Bits für Coins. Aber ob das jetzt gut ist, weiß ich auch noch nicht. Das werden wir noch rausfinden. Aber ja, er war bis jetzt ein voller Erfolg. Ab jetzt muss ich halt meine ganzen Übungen da machen. Das mache ich jetzt immer brav und dann werden wir sehen, ob es Früchte trägt, ne? Dann bist du immer noch hier. Du bist ja schlimmer als eine Klette. Man könnte auch sagen, schlimmer als Fußpilz. Ich bin okay. Schon seit ich eine kleine Zora-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder in Lord Yabu Yabus Bauch herum. Und deswegen fällst du dann in die Löcher. Ah, die sind, glaube ich, neu, ne? Aber Lord Yabu Yabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrische, glane Quallen und seltsame Löcher. Chadrick, Grüße gehen raus und danke fürs Verschenken eines Abos. Erstmal moin moin. Fühl dich gedrückt. Küsse dein Herz, mein Freund. Obendrein habe ich meine wertvollsten Steine, aber das geht dich mal gar nichts an, ja? Egal. Du, verschwinde. Kapiert? Mach ich. Ich lasse dich mal hier zurück. Oder, warte, ich kann dich doch weiter nerven und dann... Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Na, dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Ist das mal nicht nett? Ich sehe den Hype Train, also muss ich gleich reinbuddern. Ach ja, danke. Hype Train fährt. Wir sind ja heute eh in umgekehrter Wagenreihung, insofern... Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich jetzt tragen. Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Dankeschön, ja, damit los. Also, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abchecken. Da unten ist ein Schalter. Ich nehme sie jetzt mal mit, weil ich nicht weiß, ob wir da wieder rankommen. Was, wie das klingt, Alter. Ich drücke mal jetzt erstmal den Knopf hier. Oh je. Hier passiert jetzt irgendwas auf Zeit. Oh Gott, Sven. Okay, warte, erstmal machen wir das Ding weg. Dann kümmern wir uns um das Ding. Was geht denn jetzt ab? Okay, hier ist auf einmal so ein Eisding. Das hat doch einer gespawnt, oder nicht? Das kommt doch nicht. Das ist ja auch nicht Vanilla hier drin, oder? Wie viel hält das denn aus? Ja, das ist ein Problem jetzt, ne? Okay, warte. Ich kann es doch nicht kaputt machen. So nicht. Stirbt es auch irgendwann? Oh, lass mich meinen Frieden da. Ich ignoriere das jetzt erstmal, um zu gucken, ob... Das steht natürlich jetzt auch echt beschissen, ne? Also jetzt mal bei aller Liebe. Naja, wir kriegen das raus. Yuko hatte vorhin zweimal die Wölfe gerufen, aber sie kamen nicht. Für mich ist das gut, für dich ist natürlich traurig. Oh, jetzt bin ich auch noch unsichtbar. Geil, danke Leute. Schnell, schnell, schnell. Jetzt los, hoch, bevor wir einfrieren. Ah, guck mal, das Ding fährt mit. Ist ja geil. Dann ist ja gar kein Problem. Ich sehe nichts. Leute, ey. Was soll denn das wieder? Ihr müsst mal unbedingt jetzt zwingend eure Punkte alle ausgeben, dass ich hier wieder Ruhe habe, ne? Geht ja mal so gar nicht. So, dann setze ich sie jetzt mal da ab. Ich glaube, die muss da bleiben. Alter, ich raff nichts mehr. Ich raff einfach gar nichts mehr. Judy, Grüße gehen raus. Danke für 5 Bits. Ist das viel? Ist das wenig? Ich habe keine Ahnung, aber freue mich immer über jeden Bit. Jeder Bit zählt. Ich habe immer noch keine Ahnung, ne? Ich habe kein Gespür dafür, was ein Bit ist. Und Scheiß, ich weiß es einfach nicht, aber es ist cool. Oh, danke, cool. Fremde. Möge Inus. Patrick, danke für 100 Bits, um meine Planlosigkeit weiter anzufachen. So, Schatzi hat gerade geschrieben, ich soll mal das Lins Feuerinferno benutzen. Vielleicht funktioniert das. Das machen wir jetzt mal. Achtung. Vielleicht tötet es es wirklich. Hier sind die schlauen Leute am Start. Danke, Schatzi, das war eine sehr gute Idee. Oh ja, der arme Lord Yabu Yabu, ich will ihn ja nicht wehtun. Was hat es denn jetzt gebracht, dass ich sie da drauf gesetzt habe? Ist jetzt da die Tür, also in diese Richtung die Tür aufgegangen? Das bringt gar nichts, Kamera. Wir sind... Okay, warte, hier ist noch eine Kuh. Und hier, was ist das? Ist da noch eine Kuh? Ist das ein Arsch von einer Kuh? Nee.
Okay, da haben wir eine Kiste. Es ist, also für mich ist das ultra verwirrend. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Der Fuchs der Po-Gamer ist auch der schwarze Schmetterling, ja. Herbert List, Grüße gehen raus. Nabend, Nabend und auch danke dir für dein Abo. Ich grüße dein Herz, ey. 20 Monate, es ist verrückt. Es ist crazy. Was hatte jetzt diese Kuh gebracht? War das, ich habe nicht aufgepasst, weil ich mich gerade gefreut habe. I don't know. Das wird sehr verwirrend werden, Leute. So, ich mache mich mal mein Abendprogramm und husch in den Lurk. Martha Shedrick, ich wünsche dir einen schönen Abend. Was steht denn an Programm an, wenn man fragen darf? Ruvi Puvi, auch dir Grüße gehen raus. Einen wunderschönen guten Abend. So, wir müssen diese Dinger wegkriegen. Hier kommen wir nicht durch. Jede Kuh gibt wohl eine Kiste oder öffnet eine Tür. Hier eben hast du zwei Kisten gespawnt. Zwei? Control DLC. Oh ja, da wünsche ich aber mal viel Spaß. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Bin dumm, bin dumm, bin dumm. Ich sollte, wenn ich so eine Kuh aktiviere, ja, sollte ich auch wenigstens darauf achten, was passiert, bevor ich meine Aufmerksamkeit wieder in den Chat widme. Ne? Das würde, glaube ich, Sinn machen. So, sind hier noch mal ein paar Herzen für mich, bitte? Ja, guck mal, wenn man lieb darum fragt, dann geht es auch schon. Wir müssen erstmal was trinken, sagt Yuko. Also Leute, denkt dran, Hydration ist wichtig, habe ich auch gelernt. Ist auch wichtig für die Stimmbänder. Deswegen viel trinken. Oh, eine Bombe. Alter, Schweinebacken, ey. So, ich glaube... Aber warte, da können wir ja noch weiter. Moment, dann hole ich sie jetzt nochmal wieder. Jetzt ist nämlich nach hinten raus die Tür aufgegangen. Dann können wir da ja weitergehen. Das wird schon. Ich bin heute wieder auch hochfokussiert. Ah, ich muss alleine. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ich muss das alleine bewältigen. Dann ist das so. Dann ist das so. Dann machen wir das solo. Ist ja kein Ding. Ich bin ja schon ein großer Fuchs. Wobei, nein, noch bin ich ein kleiner Fuchs. Aber das wird schon. Oh, Leute! Wer war das? Jens, Alter, du hast auch so deine sadistische Freude gerade hier dran, ne? Ja, ja, ich merke das schon. Ihr wollt, dass ich heute Nacht mir wieder in den Schlaf weine. Na, dann wollen wir das nochmal versuchen. So. Beste Neuerung, muss die Prinzessin nicht so weit tragen. Ist auch besser für meine Arme, ne? Ich muss mich auch noch ein bisschen schonen. Bin ja noch gar nicht wieder so hergestellt. Und jetzt fehlt die uns gleich hier, das wäre witzig. Oh, oh, uiuiui, was machst du denn hier? Oh, Moment. Oh, das mit dem Anvisieren geht mir so auf den Sack. Ohne Scheiß, ich muss das unbedingt nach dem Stream ändern. Ja, nee, mein Freund. Und dreimal in dein süßes Bäuchlein. Ich wette, der hat einen ganz zarten Bauch. Frag nicht warum. Ich sehe den an und ich habe das Gefühl, den will man streicheln. I don't know why. Ne, eins in den Chat, wenn ihr auch den Exalfos Bauch streicheln wollt, bitte, ja. So, was kriegen wir hier? Noch mehr Dekonüsse. Irgendwie sind Dekonüsse hier das Ding. Ich habe keine Ahnung. Okay. Die Viecher kriegt man ja... Habe ich da gerade einen Zombie gehört? Was macht das Ding denn hier? Oh, ihr Schweine. Alter. Ihr seid so fies. Wer hat hier gerade jetzt Ringsbums umdrehen gespawnt, Alter? Richtig mies. Wie frisst es das hier? Ja. Da wäre ich so reingelaufen, ne? Ohne Scheiß. Das war eine richtig... Also wer auch immer das gespawnt hat, besser hätte man es gerade nicht wählen können. Alter, das macht mich gerade... Mein Gehirn kommt gerade nicht drauf klar. Na komm, komm hoch. Ist noch so ein Teil. Ich dreh durch. Oh je. Das wird nicht gut. Das endet nicht gut für mich. Oh je. Nein, 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 nein. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich will dich doch nur anvisieren, aber es geht nicht. Kann ich das nicht anvisieren? Oh Gott, nein. Oh, das ist ja fürchterlich. Oh, Leute. Oh, oh nein. Jetzt. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, okay. Unsichtbar, nee, klein und alles verdreht ist gar kein Thema. Das kriegen wir trotzdem hin. So, jetzt bist du dran. Ich weiß leider nicht, wo mein, weiß nicht, wo meine... Wieso kann ich denn hier nichts anvisieren? Ist das geblockt? Kann man das blocken?
das Gefühl, ihr könnt das blocken. Kann das sein? Ja, ihr könnt das blocken. Ist ja mies. Ich kann nichts anvisieren. Ihr könnt das locken, ne? Ja, steht da auch. Dankeschön. Leute, erstmal danke für den Hiepetrain. Vielen lieben Dank dafür. Ah, jetzt geht's wieder. Dankeschön. Dann habe ich letztes Mal ganz vergessen, wir haben im letzten Stream es tatsächlich irgendwie geschafft, 1000 Follower zu brechen. Mega nice, vielen lieben Dank auch dafür. Ich küsse euer Herz nochmal wieder alle, ne? Fühlt euch gedrückt. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich muss mir irgendwann mal früher ja ein bisschen gestreamt haben, dann haben sich da vielleicht Leute angesammelt. Und dann habe ich lange Pause gemacht und ich weiß gar nicht, wo die alle hergedugelt sind. Schmecken lassen. Was machst du, John, hier? Was wird hier geschmeckt? Econus, damit kannst du die Rochen aus dem Boden jagen, sagt Schatzi. Ich laufe immer über die drüber. Die mögen das nicht, wenn man auf die drauf tritt. Battle Draghi, ich hätte mich ja auch mal informieren können, dass man bei sowas knapp 20 Minuten nur am aggressiv hämmern ist. Aber hey, jeder fängt mal klein an. Okay, jetzt musst du mich aufklären, Duddle Draghi. Worum geht's? Wo warst du aggressiv am Hämmern und warum? Ich bin jetzt neugierig. So, wir drücken jetzt erstmal den Nippel hier. Okay, dann ist wie früher. Dann steigt der Wasserpegel. Über Eats, Alter. Sowas gibt's bei uns gar nicht, Sojiron. Über Eats. Der W! Grüße gehen raus! Moin Moin, danke für den Prime. Auch dein Herz küsse ich natürlich. Willkommen, willkommen. Bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit außerplanmäßig an unserem eigentlichen Brüderdienstag. Ich entschuldige mich nochmal aufs Schärfste dafür, dass ich böserweise. Warte mal. Hier war doch gerade? Nee. Ich dachte. Sind diese Nippel schon immer hier oder sind die neu? So, was macht denn diese Kiste hier? Ich kann die nicht bewegen, ich kann die nicht schieben. Ich habe keine Ahnung, warum die da ist. Ich glaube, die ist einfach nur da, um. Ach, für Zeller geht das immer. Kann man so ein Baby wie auch mal sausen lassen. Ja, wir sehen uns ja Samstag. Dann geht das ja wieder. Sorry, Blaufuchs, war der falsche Chat. LOL, Alter. Zum Glück war es nix. Alter. Das kann auch richtig schief gehen. Battle Draghi. Tomb Raider, Christopher ist wieder da. Grüße gehen raus. Moin, moin. Auch die herzlich willkommen hier. Ja, stimmt, wir sehen uns schon Donnerstag. Donnerstag ist Sleep Token. Übrigens sollte Donnerstag und nicht auf einem Sleep Token-Konzert. Wo sind wir denn jetzt? Moment. Jetzt sind wir wieder hier. Was bringt uns das? Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal weiter. Wir versuchen mal, weil ihr habt ja gesehen, da waren diese lustigen Schleimteile. Die müssen wir erstmal loswerden. Und da gibt es. Eigentlich brauchen wir dafür aber den Bumerang. Ach, das erste Mal Ocarina of Time? Nee, Christopher. Tomb Raider, sag ich schon. Das erste Mal Tomb Raider. Ocarina of Time. Ocarina of Time spiele ich jedes Jahr durch. Das ist so eine Tradition seit 1900. Weiß ich nicht was. Wann kam das raus? 1988 bin ich rausgeschlüpft. Und dann kam, ich glaube, 1992 oder so. Oder 96. Keine Ahnung. Auf jeden Fall spiele ich Ocarina of Time jedes Jahr. Guck mal, da geht's auch nicht weiter. Mindestens einmal durch. Aber wir spielen das erste Mal Master Quest. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. So, jetzt kommt die Frage. Habt ihr irgendeine Idee, wie wir an diesen Dingern vorbeikommen sollen? Ich kenne nur, dass man die mit dem Bumerang zur Ruhe bringt. Und den haben wir noch nicht. Mir fällt gerade nichts ein. Und zusätzlich nicht nur, weil ich hier gerade wunderschön das erste Mal Master Quest spiele. Nee, wir haben auch zusätzlich noch Crowd Control an. Das heißt, wenn du in den Chat jetzt CC tippst und dich da einmal mit deinem Twitch-Login einloggst, dann kannst du wunderbar hier noch Dinge in meinem Game spawnen lassen. Oder auch nett sein und mir zum Beispiel. Guck mal in dein Inventar. Ist er nicht, ich habe einen Bumerang eingesammelt. Alter, was ist denn los? Wann habe ich denn einen Bumerang eingesammelt und es nicht gemerkt? Ist es euer verdammter Ernst? Ist es jetzt euer Ernst? Das ist doch nicht wahr. Oh mein Gott. Wann ist das passiert? Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe das echt nicht gecheckt, Alter. Ja, geil. Cool. Dann, oh mein Gott. Ja, habt ihr nicht gesehen, okay? Komm. Ist nicht passiert. Auf jeden Fall mit dem Bumerang können wir die nämlich jetzt so einfriesen und dann geht das hier weiter. Oder auch nicht. Tja, was? Oh, vorsichtig. Was kann ich denn jetzt noch anschießen, damit da hinten die Tür aufgeht? Vielleicht wieder diese Kuh? Ist hier noch eine Kuh? Nö. Nur diese Steine da hinten. Ups.
Oh, jetzt gleite ich wieder rum. Ihr seid so mies. Alter, ich habe das echt nicht gecheckt. Oh, Leute, jetzt. Ihr müsst mich auch mal ein bisschen in Ruhe lassen, damit ich mal hier Progress machen kann. Das ist richtig gemein. Ich kann mich doch nicht durch die Gegend schmeißen. So, Achtung. Hat aber getroffen, ne? Das macht auch nichts. Irgendwas ist doch mit diesen Steinen, die sind doch da nicht grundlos. Aber eine Bombe hat nicht geholfen. Ich kletter da mal hoch. Vielleicht gibt es jetzt da oben noch irgendwas, aber ich glaube nicht. Das ist nur, um aus dem Loch wieder rauszukommen. Hast du eine Krabbelmine? Gute. Ja! Lass mal eine Krabbelmine machen. Ob ich die denn eigentlich her? Ist aber ja auch egal. Hauptsache, wir haben die. Jawoll! Nice! Gelfuchs hat hier einfach wieder die besten Ideen. Siehst du, ich brauche euch, Leute. Ohne euch werde ich niemals. Was ist jetzt passiert? Ohne euch werde ich niemals. Werde ich niemals fertig mit diesem Game. Da, guck mal. Tür ist auf. Läuft. Durch Crowd Control kommen unsere aller schlechten Seiten durch, schreibt Iri. Ja, man merkt so ihr. Also ich bin ja eigentlich Fan dieser Community, die ich mir so um mich rum angesammelt habe. Es macht auch echt Spaß mit euch. Aber einige von euch können richtig fies sein, so. Richtige Arschlöcker. Denkt dann, wenn ich das nächste Mal wieder was dumme Ideen habe. Mari, Schatz, Mari. Aber das war gerade sehr hilfreich. Und danke nochmal, wer auch immer mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich einen Bumerang eingesammelt habe. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr aufs Game konzentrieren. Ich gebe zu, ich war vielleicht nicht ganz so bei der Sache heute bis jetzt. Ein bisschen habe ich mich einfach auch nur gefreut, dass wir alle hier sind und wieder streamen und so. Da kamen wir her. Da gehen wir lang. Hier brauchen wir Feuer, aber das ist ja kein Thema. Wir sind ja richtig geil ausgerüstet. Hiermit. Oh, warte mal, ich bin doch noch clever. Ich leg mir mal eine Flasche auf jeden Fall nach oben. Für den Fall der Fälle, dass wir über eine Fee stolpern. Dann kann ich die einfach so wegsnacken, ne? So, machen wir mal eben. Achtung, Feuer. Gucken wir mal, ob das weggeht. Le Maxo, Grüße gehen raus auch dir. Ja, einen wunderschönen Abend und willkommen bei unserem kleinen Stream. Außerplanmäßig am Dienstag gegen die Einsamkeit. Lovi, Blaufuchs, ein Rat für die Version. Achte genau darauf, was du bekommst. Meist ist es. Ist das die Lösung? Ja? Jovi, danke für den Tipp. Das ist leider auch genau mein Problem. Auf etwas achten. Das klappt heute so gar nicht. Aber ich werde diesen Tipp beherzigen und mir Mühe geben. Heute also wirklich. Das darf wieder keiner sehen, was hier passiert. Oh, fahr mal runter hier, Kollege. Wieso fährt er nicht runter? Eigentlich kommt er, genau, da kommt er so runtergefahren und dann kannst du die... Oh, je. Eigentlich kriegt man das hin. Leute, ihr seid so fies. Eigentlich kriegt man das hin, dass er gar nicht erst zum Schlagen kommt. Alter, ich muss das irgendwie anders machen. Manchmal bin ich doch traurig, dass ich mir damals nicht diesen... den neuen N64-Controller von Nintendo da aus dem E-Store gezogen habe. Weil vielleicht wäre es mit dem Original doch irgendwie cooler. Weil hier mit den Joysticks, das schlackert immer so nach. Aber ich kann mir das vielleicht auch auf Buttons legen. Ich muss da noch ein bisschen feintunen. Boah, Shadow Wolf ist hier Pizza. Ich muss direkt wieder die obligatorische Frage stellen. Was denn für Pizza? Kannst du doch jetzt einen mit dem 3D-Drucker drucken? Ich glaube, das wird vom Handgefühl her nicht ganz so geil. Könnte man aber versuchen. Do it yourself, N64-Controller. Aber dann der untere Stick, das ist dann so ein richtiger Stick, so ein Xbox-Stick. Das wäre mal richtig geil, oder? Da dann einfach als in dem unteren Mittelteil so einen richtigen Stick haben und geile Buttons. Sowas gibt's doch bestimmt. Und das PCB können wir uns dann bei PCB-Way fertig organisieren oder sowas. Ideas are happening hier. Ich drück mal. Ihr seht das halt, ne? Ich ziele und dann schlackert. Ich hab halt, ne, ich muss den unteren Stick in eine Richtung drücken, um jetzt hier den Bogen zu spannen. Wenn ich loslasse, schlackert der so doll zurück, dass er das andere Item auslöst. Das ist halt doof. Oh je. Könnt ihr die spawnen oder kommen die hier echt im Game? Jetzt weiß ich nicht, wo die Bombe ist, aber der Clou ist ja einfach. Eine Bombe neu auszurüsten, dann weiß ich ja jetzt, wo sie ist. Dann lege ich sie hier hin und gehe weg. Könnt ihr die spawnen? Ist in-game? Guck mal hier. Nein, 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 nein.
Was machst du? Nimm die Fee. Geil, wer hat hier die Fee? Konntet ihr die spawnen? Das ist ja mal geil. Danke, wer auch immer, falls jemand die Feen gespawnt hat. Vielen Dank dafür. Ich kann das gerade nicht lesen, was hier jetzt steht, weil das, die UI weg ist. Danke fürs Schocken. So, ich muss jetzt nochmal hier so eine Bombe hinschmeißen. Oh, das war keine Bombe. Komm mal her. Ja, lauf mal da rein. Genau, dankeschön. Oh, Junge, Junge, Junge. So, ich muss mal lesen, was das für eine Pizza war. Pepperoni Salami, wieder mal eine sehr gute Wahl. Dann hat Schatz hier noch etwas geschrieben. Du kannst dir doch jetzt mit einem... Achso, das machen Speedrunner, drucken sich das auch. Dann ist ja geil, dann machen wir das. Übrigens kann ich jetzt Kühe ja hier mit anschmeißen. Alter, wenn das mal nicht zurückflippert. Ich gelobe Besserung für nächsten Stream. Dann muss ich das irgendwie anders handhaben. Das ist ja wirklich auch zerstörend. Aber sonst hatte ich da nie so Probleme mit. Ich habe da... Wie gesagt, ich spiele es ja jedes Jahr mehrmals mit dem Xbox-Controller durch und dann passiert das nicht so nervig. Weil das hier, das nervt. Junge. Junge, Junge, Junge. So, jetzt einfach direkt da ablegen. Guck mal, man kann den schön freezen. Das finde ich sehr gut. Oh, der lebt ja immer noch. Und wieder freezen. Und Bombe. Und was ist hier Ruhe? Okay. So. Meine Frage wäre jetzt, ne? Ach, guck mal, jetzt geht die Fackel an. Ich wollte gerade fragen, wie würde man denn hier rauskommen, wenn man jetzt nicht die Fackel anzünden kann mit hier dem Feen-Ding, was wir eingesammelt haben. Aber ihr seht, einfach alle Gegner töten, dann kommt man auch raus. So, was haben wir hier noch an Chat? Elite Dragon fragt erstmal, warum sind da Kühe? Diese Frage haben wir uns auch schon gestellt. Wir haben da mehrere Theorien aufgestellt. der schwarze Schmetterling hat hier Thunfischpizza. Oh, lasst euch schmecken, Leute. Oh, der Fuchs hat den God of War Controller. Tatsächlich ja. Da war halt so ein Wolf drauf. Oder zwei Wölfe, das hat mich abgeholt. Das hat meine fusseligen Instinkte geweckt. Was habe ich jetzt eingesammelt? Ohne Scheiß, ich habe wieder in den Chat geguckt und mir nicht gemerkt, was ich gerade für ein Item eingesammelt habe. Ich muss bitte an den Chat appellieren. Könnt ihr mir sagen, was ich da gerade eingesammelt habe? War das der Kompass? Ich wollte doch echt... Also, das ist ja unglaublich. Bär und Wolf. Ja, stimmt. Das eine ist der Bär. Ergibt ja auch Sinn, ne? Danke, dass ihr mir das erklärt, was auf meinem Controller drauf ist, weil ich so doof bin. Die Kühe sind die Schalter in diesem Tempel. Ach ja, Elite, wir spielen, ne? Hier, Master Quest. Hast du das eigentlich mal gedaddelt? Oder ist das für dich auch, ne? Guck mal, hier können wir erstmal eine Bombe reinschmeißen. Oh je! Kollege, wo kommst du denn her? So, ich habe immer noch mal die Frage, wer würde den Bauch streicheln? Bitte die Eins in den Chat. Ich habe davon erschreckend wenig Einsen gesehen. Ich habe da nicht so das Verständnis für. Der ist bestimmt ganz weich. Ich sag's euch. Alter, das sind zwei. Scheiße. Elite würde es gleich zweimal machen. Ich würde alles streicheln. Weiß nicht, bei den Qualen bin ich raus. Bei den Qualen bin ich raus. Nö, für mich ist das neu. Die Nackenmachung ist schon so oft passiert. Das Thema ist durch, Kollege. Das Thema ist durch. Wessen Bauch fragt so schon. Ist schon zu spät. Ah, da brauchen wir sie wieder. Deswegen sind die Schalter blau eingefärbt. Ahaha. Ich als Hochbegabter habe das natürlich sofort gecheckt. Was mir übrigens hier schon positiv. Ah, nee, guck mal, hier gibt's Kisten. Ich brauche die Prinzessin gar nicht. Die Prinzessin wurde durch Kisten ersetzt. Viel einfacher. Die widersprechen einem auch nicht. Jovi, eine Frage zum Bauchstreicheln. Liegt der da ruhig oder killt er mich? Wer killt dich? So, Achtung, nächstes Schleimknödelding. Seid ihr bereit? Achtung, mal sehen, wie gut das jetzt wieder mit meinem Bogen funktioniert. Ich hoffe gut. Oh, Junge, es ist fürchterlich. Also, da muss ich was machen. Das geht so nicht. Aber für euch natürlich lustig. Da kommen dann zusätzlich noch Fehler her. Mein Controller macht, was er will. Okay, das war jetzt wirklich nur... Waren hier keine Kühe oder sowas? Nö. Hier haben wir wirklich einfach nur ein Schleim-Schleim-Schleim-Schleim-Sting entfernt. Hab vom Stream asiatisch gefuttert. Gönn dir. Fireface, exchange 500 Bits for Coins. Nice.
Das heißt, hier passiert wieder gleich was. Oh je. Da, Sojourn, jetzt kannst du nochmal gucken. Dieser Kollege hier, guck dir seinen Bauch an. Ich glaube, der ist weich. Sollte ich aufhören, davon zu sprechen? Ich glaube, es ist einfach eine sehr missverstandene Kreatur. Den musst du einfach mal mit auf die Couch nehmen. Dann kann man sich in den Armen liegen. Und dann gegenseitig den Bauch streicheln. Ist doch cool. Ah, oh, was ist denn nun los? Oh, Leute. Alter, ich bin so fett. Ich zerreiß hier fast die Gedärme von Lord Yabu Yabu. Das geht ja mal gar nicht. Geilo. Ich wollte schon immer mal riesig sein. Mega gut. Okay, gehen wir erstmal in diese Tür rein. So, Sojourn sagt, für mich sieht der Bauch eher nach Blähungen aus. Ah, da spricht einer aber aus Erfahrung, ne? Sonst kann man das ja nicht erkennen. Ja, ja. Da muss ich ja fragen jetzt, ne? Wie bist du zum Blähbauch-Experten geworden? Es ist so ein Clusterfuck hier. Aber ganz ehrlich, es ist witzig. Es ist schon witzig. Oh. Aber ihr könnt das mal in den Chat, beziehungsweise wir können auch mal eine Umfrage machen, so mal in die Runde jetzt, ne? Crowd Control immer noch geil oder lieber nicht? Das wäre nochmal interessant, wieso inzwischen so die Meinung ist. Also mir persönlich, ich habe da keinen Stress mit. Ich finde es eigentlich, es sorgt immer mal wieder für lustige Situationen. Auch wenn es manchmal frustrierend. Oh. Ich wollte vorhin schon sagen, ey, eine Verbesserung hier an der Version ist, dass diese blöden Viecher hier nicht da sind. Und schwupp, da sind sie. Ich dreh durch, Alter. Was schiebst du denn nicht? Okay. Verrecke, Kollege. Okay, einmal eine Bombe, denn ich höre da schon eine Skulptur kratzen. Oh, 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 nee, das ist jetzt aber mies, Leute. Das ist ja mal richtig mies. Alter, was ist das denn jetzt? Und ich kann, das Schlimme ist, ey, das ist mies. Das ist eine richtige miese Scheißnummer. Ich nehme alles zurück, wir müssen Crowd Control doch beenden. Was ist, habe ich nur eine gewisse Zeit oder was? Während mich Hühner verfolgen? Was passiert denn jetzt hier? Oh Gott. Alter, wer auch immer das war, ne? Danke dir. Das war jetzt wirklich, also das war, ich würde mal sagen, unnötig, ja? Wo fährt denn das jetzt hin? Ah, da oben ist noch ein Stein. Das heißt, wir müssten da wahrscheinlich eine Bombe draufschmeißen. Zum Glück haben wir Krabbelmühlen. Wenn ich denn nicht vorher drauf gehe, wahrscheinlich gehe ich drauf. So, wie soll ich denn jetzt eine Krabbelmine justieren, während ich hier von irgendwelchen Viechern gejagt werde? Ich drehe durch. Okay, wo ist der Stein? Wo ist der Stein? Oh, scheiße, muss ich mal checken, wo der Stein ist. Vielleicht kann man den anvisieren. So, hoch. Hier, in diese Richtung. Okay, warte. Und, aua. Hühner, ihr müsst da mal weg. Bitte, triff. Ja, geil. Okay, hat aber nicht viel gebracht. Das heißt, ich kann hier jetzt hoffentlich raus. Ja, die Tür ist wieder offen. Nix wie raus hier. Alter, jetzt auch noch die Eisenstiefel. Ich dreh durch. Los. Oh, Junge. Der Reinscheiß. Grüße gehen raus. Du hast mich gerade in einem meiner schwierigsten Momente gesehen, aber es war wunderschön. Willkommen auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hier bei so einem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. War ich da jetzt schon drin? Ich bin mir nicht mehr sicher. Lass mal reingehen. Es sieht penislos aus. Dann waren wir da schon. Das heißt, ich habe alle Türen gemacht, nicht wahr? Ja, wir haben alle Türen gemacht. Oder? Doch. Okay, die Hühner waren böser als erwartet. Das war richtig übel. Da waren wir drin. Doch, wir haben alle gemacht. Also korrigiert mich bitte, wenn ich wrong liege, ne? Ich glaube, wir haben alle gemacht. Oh, wir müssen was trinken. Machen wir erstmal. Shadow Wolf, du hast recht. Ganz vergessen hier. Vielleicht muss ich sorry sein. Das war sehr witzig. So, ich fand das, gut. Okay, meine Lieben. Ich glaube... Oh, scheiße. Oh, wir können jetzt, glaube ich, wieder zurück zur Prinzessin nach unten. Hier müssten jetzt alle Türen eigentlich frei sein, weil wir ja, guck, wir haben alles platt gemacht. Hi, da bin ich wieder. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich habe sitzen lassen. Das war keine Absicht, ne? Okay, dann gehen wir mit ihr jetzt erstmal da lang. Ich weiß nicht, ob wir die mitnehmen müssen, aber ich nehme sie einfach mal mit. Der Reinscheiß, kannst du mir bitte mal den Titel von dem LAN-Party-Video sagen?
bedankt. Sehr gerne. Und zwar ist das der Megalan-März. Ich denke, das meinst du, ne? Google einfach nur Megalan-März, grandios. Ich muss mir das ist so mein Wholesome-Ding. Ich habe so ein paar Dinge, da fühle ich mich einfach wohl. Und der Megalan-März, das ist so ein Ding, das kommt mindestens einmal im Jahr, dass ich mich irgendwie entweder in die Badewanne reinknall oder so und dann gönne ich mir wieder den Megalan-März. Immer wieder schön. Ich habe, glaube ich, vorne Skulltula liegen lassen, ne? Okay, aber ja, kann ich nur wärmstens empfehlen, auch an die anderen, vor allen Dingen an die etwas jüngere Generation, die vielleicht gar nicht mehr weiß, was eine LAN-Party ist. Upala. Da könnt ihr mal sehen, wie wir früher gemeinsam vor der Zeit des Internets zusammen Koop gespielt haben. Da hat man halt seine Rechner noch wirklich durch die Gegend transportiert. Was ist jetzt hier passiert? Ah, hier kann ich klettern, alles klar. Oder auch nicht. Danke! Ja, danke, ihr könnt ruhig an mir knabbern, ist alles cool. Wofür habe ich jetzt diesen Schalter gedrückt? Was hat der gebracht? Ich habe keine Idee. Wahrscheinlich ist er durch die Tür aufgegangen. Wie komme ich denn jetzt darüber? Die gute alte LAN-Party-Zeit. Ja, muss ich einfach sagen, es war... Oh, was ist denn jetzt los? Soll die unsichtbar sein? Also ich bin etwas ratlos, wie wir da rankommen sollen. Hätte ich jetzt schon irgendwie Feuerpfeile oder sowas? Ja. Aber so? Nicht, ich komme da drüben nicht hoch. Das ist zu hoch. Oh oh. Und die Viecher bringen mich langsam um. Kletter, kletter, kletter. Oh, mein Set ist wieder gesperrt. Ihr Schweinebacken. Okay, also... Tja, jetzt bin ich mal ehrlich. Also wir könnten jetzt von hier aus versuchen, einmal Feuer zu machen. Mal gucken. Oh, wir kriegen Besuch. Wer kommt denn hier rein? Artemisis, Grüße gehen raus. Moin, moin. Herzlich willkommen auch dir. Jo, jetzt auch noch umgedreht im Fuchsbau. Also, ich appelliere jetzt in den Chat. Hat jemand Ideen? Ansonsten würde ich erstmal wieder weitergehen, weil also wegen der Skulptur müssen wir uns jetzt nicht aufreiben. Aber ich habe jetzt gerade keine Idee mehr, wie wir da rankommen sollen an das Ding. Dankeschön, wer auch immer mir da gerade ein Herz gegeben hat. Ist das nicht der Unterwassertempel? Moin Moin! Ich habe bedingt durch meine Spätschicht-Only-Job selten die Möglichkeit, im Stream dabei zu sein. Da muss ich heute mal etwas eskalieren. Natürlich in deinem Lieblingsdungeon. Jederzeit gerne. Aber mein Lieblingsdungeon ist, also du meinst ja, du meinst das ironisch, deswegen da hast du recht. Ich glaube, ich weiß wie, aber das kannst du noch nicht. Okay, dann gehen wir hier erstmal wieder weg. Wir nehmen sie natürlich mit, wir sind ja ein Gentleman. So, dann müssen wir mit ihr jetzt... Alter, diese Steuerung invertieren, ne? Das geht gar nicht in mein Gehirn rein, bin ich echt ehrlich. So, jetzt fahre ich mal mit ihr hoch. Schnell, schnell, schnell bitte. Oh, mein Set geht wieder sehr schön. Oh, nicht wahr. Komm, schnell, schnell, schnell. Und weiter geht's. Eieieiei. Das Feuer schon probiert? Ja, den Feuerzauber habe ich gerade probiert. Das Problem ist, den kann ich ja nur auf dem Boden machen. Das heißt, ich muss mich an den Rand der Plattform stellen. Auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann hat das nicht weit genug gereicht. Ich dachte auch einfach mit... Ach, guck mal. Wir kommen voran. Einfach mit dem Feuer das Spinnenweben-Ding wegmachen, habe ich gedacht. Und dann einfach mit dem Boomerang dann das Ding wegsnacken. Aber geht leider nicht. Da ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Gerne doch. Dann kann sie jetzt eben nach oben fahren. Und dann wird das schon. Dann wird es schon. Prinzessin Ruto hat den Heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Das ist eine berechtigte Frage. Wir brauchen den ja. Ist er fertig? Leicht abkühlen lassen und essen. Das mit dem Abkühlen lassen ist so ein Ding, ein Konzept, das verstehe ich nicht. Das drücke ich mir halt immer schon richtig heiß in die Schnute rein. Und dann verbrennt man sich direkt beim ersten Mal dann irgendwie den Mund, damit man danach nichts mehr genießen kann. Das ist der wahre Spirit. Gott sei Dank, endlich der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Der Gelbfuchs hat einen grünen Fuchs. Ja. Bring mich jetzt schnell heim. Ich hab irgendwie einfach so random... Oh, jetzt kommt doch gleich dieses Vieh. Und das Schlimme ist, mein Stick schlackert die ganze Zeit rum. Das wird richtig ätzend.
Ih, was ist denn das? Ein Oktopus? Let's go. Okay, let's go. An sich ist das hier gar nicht so schlimm. Eigentlich. Oh, zu spät. Warte mal, wenn er direkt anfängt zu drehen, glaube ich, kann man werfen. Jetzt. Okay, hat nicht getroffen. Du müsst halt seinen Arsch treffen. Oh. Ja, ich weiß. Gibt es da eigentlich auch irgendeinen geileren Trick? Man kann halt hier random hoffen. Alter, wer auch immer wieder invertiert hat, ne? Ihr Schweinebacken. Was ist? Oh je. Oh! Moin, wer auch immer gerade reingedüdelt ist. Ich habe hier gerade ein bisschen Struggle. Oh, ey, umgedrehte Steuerung, ihr macht mich wahnsinnig. Das gibt's doch nicht, ihr trifft den irgendwie nicht. Ich mach das halt immer so, ich warte, bis er wieder gegenüber ist. Dann werfe ich das Teil. Ah, HD-Fox, grüße gehen raus. Dann werfe ich den Bumerang und hoffe halt, dass ich genau im richtigen, richtigen Moment wieder treffe. Aber das geht doch bestimmt auch besser. Mir da nicht schon mal die Erkenntnis, dass das besser geht? Mir wäre so. Aber jetzt musst du halt hoffen, dass du genau richtig triffst, dass dein Arsch sich dir entgegenzeigt. Und wie ihr seht, funktioniert das gerade gar nicht gut. Und jetzt hat das gar nicht getroffen. Hä? Kommt man mit einer Dekonuss vielleicht arbeiten? Dekonüsse sind deine Freunde. Man kann ihm halt auch hinterher rennen. Oh ja, das klappt. Oh, aber nur ganz kurz. Man kann ihm auch hinterher rennen, wenn man gut ist, und es dann machen. So halt, ne? Yo! Wer war das? Jetzt treffe ich den nicht. Ich drehe durch. Alter, ihr seid aber auch fies. Lauf doch einfach rum, sagt Sojiron. Ja, jetzt geht das ja auch wieder, weil die Steuerung nicht mehr invertiert ist zum Nasenbär. Mit invertierter Steuerung laufe ich dem Sieger nicht hinterher. Bin doch nicht bekloppt. Bitte, bitte, bitte frier mich nicht ein. Ja, das läuft. Ich bin ein sogenannter Pro-Gamer. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Na, dreh dich. Lauf mir nicht entgegen! Du sollst in die andere Richtung laufen. Oh, ist das wie wir so da bei dem... Oh, ich dreh durch. Cool bleiben, ja. Richtig geil. Ich gehe mal trotzdem jetzt in die Richtung. Ich weiß, ich bin jetzt nicht hinterhergelaufen, aber ist mir egal. Ich hoffe, der dreht sich vielleicht um und geht in die andere Richtung. Oh, Mann! Geh doch in die andere Richtung, Kollege. Ja, so ist es fein. Jetzt rennen wir dem hinterher. Man kann halt, wenn man auch geschickt rollt, das gut machen. Und dann... Oh, was ist jetzt los? Was passiert hier? Oh, ich dreh durch. Irgendein Wind oder sowas. Irgendein hat Wind gespawnt. Ihr wollt auch, dass ich struggle, ne? Ihr wollt es einfach. Und dazu noch dieser Joystick. Der macht, was er will. Ich freue mich schon auf den Bosskampf. Das kann nur geil werden. Das sag ich euch. Jetzt dreh doch mal in die andere Richtung, Kollege. Einfach umdrehen. Ja, oh nein, du sollst doch werfen. Wirf doch einfach. Oh, komm schon, Bruder. Komm schon, Bruder. Ja. Ist er jetzt endlich tot? Immer noch nicht? Ich dachte immer, alle guten Dinge sind drei in einem Zelda-Game. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Also dieses Eisding hier ist echt eine miese Nummer, ne? Alter. Oh, nee. In die andere Richtung, bitte. Ah, nein, 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 nein. Jetzt, 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 jetzt. Ja, zeig mir deinen Arsch. Kein Thema, Leute. Für so einen Crack wie mich, kein Problem. Das ging ja runter wie, also, ne? Wie Buddha, ich gelobe auf jeden Fall nächstes Mal. Oh, jetzt sind wir, jetzt macht ihr mich schneller. Dankeschön, dass ihr mich, jetzt, wo der Kampf rum ist, macht ihr mich schneller. Das hätte ich mal brauchen können. Das wäre doch geil gewesen. Oh, guck mal, es geht auch alles schneller. Geil. So kommen wir auch einmal durch jetzt. Machen wir mal Progress, ne? Da
Dankeschön, aber die Idee war geil. Hust, Sprungattacke, Hust. Einfach doch nicht auf den Arsch, Jovi. Das geht doch nicht. Du kannst. Also, es geht doch nicht. So, es war auf jeden Fall sehr schön. Ich hatte viel Spaß. War ein bisschen gestresst, sag ich mal. Das ist für mich einfach etwas anderes, als wenn ich das so still und heimlich einfach mein geliebtes Ocarina of Time, was ich in- und auswendig kenne, aber doch trotzdem jedes Jahr irgendwas vergesse. Oh, wo kommst du denn her, Kollege? Den kann man, glaube ich, so mit einem Stock schön kaputt hauen, genau. Hm. Degustab, sagen wir Experten dazu. Aber ich möchte euch mit Fachbegriffen nicht überfordern. Ja? Dankeschön, das habe ich verdient. So, pass auf. Du da, gehst mir jetzt mal nicht auf den Sack. Dann ist da eine Kuh, der schieße ich mal in den Kopf. Okay, da kommen einfach nur diese Nüsse raus. Nicht so geil, aber haben wir trotzdem gemacht. Oh, das ist noch eine Kuh. Oh, und Kollege. Hi. Zum Thema Bauch nochmal. Sojiron ist doch kein Blähbauch. Der ist halt, naja, er hat halt einen kleinen Wohlstandsbauch. Der nicht jeder ist durchtrainiert. Guck mal, seht ihr das, was unter der Kuh ist? Höchst verdächtig, unter der Kuh ist was. Ich schieße ihm ins Gesicht. Also diese Kuh ist einfach nur da und ich kann in sie reinlaufen. Soll das so? Soll man in die Kuh reinlaufen können? Lem Maxo! Grüße gehen raus, moin moin! Ja, erst bei Ruto und jetzt hier sind die super, um den Fuchs zu trollen. Was denn, wer denn? Diese Eisteile? So. Können wir so ein Boss-No-Troll-Agreement irgendwie... Können wir das machen? Alter, guck mal hier! Ich brauche die blöde Prinzessin! Und das ist ja doof. Wo ist die überhaupt? Die ist ja gar nicht da. Und nu? Schnell. Oh, ich dachte, ich schaff's noch. Ich dachte, ich schaff's noch. Okay, nun? Wir brauchen ja irgendein Gewicht. Ah, da ist eine Kiste. Alles klar, cool, hab Kisten gefunden. Es lagen auch Kisten da. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ich habe die jetzt auch gesehen. Hätte man auch drauf kommen können. Ne? Wenn eine Kiste irgendwo da ist, dann weißt du, die wird auch gebraucht, Bruder. Sonst wäre die nicht hier. Mann! Link! Oh Gott, schneller! Jetzt ist sie auch noch kaputt gegangen. Ich flippe aus. Ja, wir müssen uns. Das Problem ist halt echt mein scheiß Joystick. Das ist hier ein bisschen juckend. Also das gebe ich auch echt zu. Ja, schmeiß weg den Apparat. Komm, was soll's. Link, bitte. Schmeiß einfach weg. Komm, schmeiß weg den Kollegen. Wo ist denn die jetzt? Ist die kaputt gegangen? Bestimmt, oder? Ich kenne doch mein Glück. Ja, die ist weg. Die ist tot. Die Kiste ist tot. Cool. Ich glaube, wir gehen aber wieder zurück. Ich glaube, wir gehen raus und wieder rein. Dann wird das gut. So. Versucht der Fuchs wohl die Kuh auf den Schalter zu stellen? Das habe ich echt wirklich versucht. Ich dachte, vielleicht kann man die hochheben. Was sind jetzt die Kisten? Kamen die, als ich diese Kuh gehauen habe? Kann das sein? Ah ja, Tatsache. Okay, warte, jetzt ist wahrscheinlich das Vieh wieder da. Dann machen wir das auch erst wieder weg. Naja. Alles für den Bauch. Ich sehe nichts, aber das macht nichts. Ich arbeite mit meinem Gehör. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So. Okay, pass auf. Vielleicht... Kriegen wir das nicht hin, dass wir beide auf einmal treffen? So, komm, Link, jetzt nimm doch die blöde Kiste und beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Oh, ich bin, wie sagt man, schlau. Ist echt so. Das ist wieder so ein Ding, das darfst du eigentlich alles nicht auf YouTube hochladen. Ne? Sich selbst einfach im Internet bloßstellen. Das ist irgendwie mein King, glaube ich. Was ist jetzt schon wieder los? Die sind unten, ne? Okay, warte. Hm.
Hey, eine Kiste. Geilo, die haben wir ganz vorne am Anfang mal gespawnt. Mit einem Herz drinne. Das ist ja mega lieb. Das ist ja mega lieb. Das finde ich gut. So, was ist hier jetzt? Oh, cool. Meine Lieblingsgegner. Ich finde die ja so toll. So brauchen wir erstmal wieder eine Bombe. Den Bomben, die sind gut. Kann ich die eigentlich auch mit dem Stock kaputt floppen? Oh ja, das geht auch. Dann keine Bombe. Ah, guck mal. Die besser. Gib mir Geld. Noch so einer. Hallo. Oh. Das geht nur, wenn es uns dein weiches Äußeres zeigt. Ey, danke. So komme ich hier hoch. Viel besser. Oh, Fee. Nice. Ich habe doch gesagt, irgendwann kommt immer noch mal eine Fee. Irgendwann am Ende, gegen Ende kommt immer noch mal eine Fee. Hoppala. Nein. Nicht dein komisches Schmandarschloch. Ich will deinen weichen Körper sehen. Okay, so, dann haben wir das. Oh, eine Menge Kohle. Leider ist unsere Börse so klein. Lohnt ja gar nicht. Dann der arme Kuh wieder in den Kopf. Was ist passiert? Die ist hochgefahren. Habt ihr das gesehen? Die ist einfach hochgefahren. Fährt die noch weiter hoch? Ja, Mann, die fährt noch weiter hoch. Da ist, glaube ich, gerade eine Fee rausgekommen, oder? Alter, da musst du auch erstmal drauf kommen, ne? Du musst auch nicht jeden Gegner umbringen, sagt Schatzi. Doch, bei Ocarina of Time schon. Ich kann mich sonst nicht entspannen. Ich fühle mich in so einem Raum sonst nicht wohl. Guck mal, nochmal eine Kiste. Geilo. In typischer Fuchsmanier habe ich gerade meinen roten Saft verschüttet. Natürlich auf das weiße Kissen und schön einmal quer übers Sofa. Master Schmetterling, ich fühle mit dir, aber das ist so. Wer hier im Fuchsbauch. Also du hast dich ja nur jetzt geoutet, dass du halt wirklich einfach hier in den Fuchsbauch reinpasst. Das ist einfach so. Gut, jetzt klettern wir nochmal nach oben. Gucken, was da noch in der Kiste drin ist. Und dann ist gleich als nächstes Endboss, beziehungsweise Zwischenboss, also Boss-Boss. Bossy-Boss-Boss angesagt. Ach, hier, guck mal, eine Skulptur. Hier brauchen wir dich. Vielleicht ist unten das Beste dafür. Komm schon, Link. Nein, Mann. Du sollst noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen den Bumerang werfen. Okay, ich dachte, er dreht in die andere Richtung. Macht er aber nicht. Junge. Das ist schon ein bisschen Arbeitsverweigerung, aber hier kann ich nicht. Nee, da ist was dazwischen. Okay, cool. Alter. Also, ich weiß auch nicht. Für mich sieht das gut aus. Feuerkugel, geile Idee. Komm, wir probieren das mal. Aber ich glaube, die Wand ist im Weg. Aber wir probieren das jetzt trotzdem. Hashtag Feuer. Oh, Junge. Hey, einfach die besten Ideen, Junge. Einfach die besten Ideen. Heute kriegst du auf jeden Fall auch... Ich muss anfangen, so Fleißbienchen zu verteilen. Dann könnt ihr eigentlich immer so virtuelle Fleißsticker für euer Hausaufgabenheft bekommen. Ich finde, das sollten wir einführen. Die Idee finde ich sehr wichtig und richtig. Du hast auf jeden Fall einen jetzt gerade verdient. Ich spiele halt gerne mit Elementen. So, Leute, wir haben jetzt noch 49 Sekunden, bis der Hahn kräht. Wenn wir durch diese Tür gleich gehen, kommt der Boss. Deswegen würde ich sagen, ja, nee. Ich will ja nicht, dass ihr gleich bemerkt, wie ätzend es hier im Fuchsboss und ihr alle gleich geht. Alleine wegen der Spannung müssen wir jetzt halt hier vor dieser Tür einen kleinen gemütlichen Break starten. Und dann halt gleich nach der kurzen Pause, ich muss nochmal hier meinen Blubberschlauch jetzt wieder benutzen, ne, ein bisschen rumblubbern. Und dann geht's danach, würde ich sagen, stumpf mit dem wunderbaren... Ich frage nochmal, Fuchsmerch, wann? Es ist, ja, da muss ich die Frage weitergeben. Die musst du in den Gelbfuchs reichen. nee, ich habe ja ein paar Motive, habe ich ja schon.
Die Problematik ist, ich habe so einen tollen Impressumsservice benutzt, den es jetzt nicht mehr gibt. Und ich habe noch keinen preislich adäquaten Ersatz gefunden. Also wenn jemand einen Online-Impressumsservice kennt, zu einem vernünftigen Preis, weil dann könnte man das wieder angehen. Weil ich natürlich sinnvollerweise wirklich nicht meine echte Adresse angeben möchte. Das ist so problematisch einfach, wenn man das macht, ne? Aber gut, Leute, hier, warte, er hat hier gerade gekräht. Ich habe vergessen, die Knöpfchen zu drücken. Wir machen jetzt erstmal 5 entspannte, naja, werden wahrscheinlich eher so 7. Ein paar Minuten entspannte Pause und dann sehen wir uns entspannt gleich, hoffentlich alle wieder. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu knabbern, bereitet euch auf einen spannenden Bosskampf vor. Und danach bereiten wir uns dann gemeinsam auch schon langsam vor, weiterzugehen in den nächsten Abschnitt dieses wunderbaren Games. Ja, also macht euch ready und dann sehen wir uns gleich in entspannten 5 Minuten, Leute. Bis gleich.